Ebenfalls aus den 20er Jahren stammt die Baureihe E77. Zunächst als Mehrzwecklokomotive vorgesehen, ist sie dann meist nur noch vor Güterzügen im Einsatz. E7710 ist erhalten geblieben und sogar betriebsfähig. Zum Dresdner Dampflok-Treffen 2016 ist die alte E-Lok mit einem Güterzug unterwegs. Die stärkste Vorkriegs-E-Lok ist die Baureihe E94, ab 1940 auf den Gleisen. Die ersten Maschinen sind damals mit über 3000 Kilowatt Leistung allen anderen bisher gebauten Güterzug-E-Loks weit überlegen. Die sechsachsigen Drehgestell-Loks verfügen über den damals fortschrittlichen Tatzlagerantrieb. Bis 1988 sind die markanten Maschinen bei der DB noch gefahren. Die E94 von Rail4U fahren auch 2016 noch täglich Güterzüge. In den 50er Jahren wird bei der DB die Einheits-E-Lok-Familie ins Leben gerufen. Dazu gehört auch eine neue Güterzug-E-Lok, die sechsachsige Baureihe E50. Ebenfalls zur Einheits-E-Lok-Familie zählt die Baureihe E40, eine leichte Mehrzwecklok. Seit der Trennung der Geschäftsbereiche sind die zuverlässigen Maschinen nur noch bei DB Cargo unterwegs. 2016 werden die letzten bei der DB fahren. Im Jahre 1972 bekommt die Güterzug-E-Lok-Familie mit der Baureihe 151 wieder Zuwachs. Die sechsachsige Maschine ist mit über 6000 Kilowatt Leistung nun die stärkste auf deutschen Schienen. 170 Loks werden gebaut. 2016 sind noch 75 von ihnen unterwegs. Auch bei der DDR-Reichsbahn im Osten gibt es Neubauten. Als Mehrzweck-E-Lok ist die Baureihe E42 vorgesehen. Ab 1962 in fast 300 Exemplaren gebaut. Für den schweren Güterzugdienst kommt 1974 die damalige Baureihe 250 auf die Gleise. Von der sechsachsigen, über 5000 Kilowatt starken und 125 km/h schnellen E-Lok werden 273 Exemplare bei LEW Hennigsdorf gebaut. Bei DB Cargo fahren 2016 noch knapp 60 Maschinen der heutigen Baureihe 155. Ab 1982 kommt dann eine neue Mehrzweck-E-Lok in den Bestand im Osten, die Baureihe 243, ab 1992 als 143 unterwegs. Bis zur Trennung der Geschäftsbereiche fahren sie auch im Güterverkehr. Im Westen ist es die V200, im Osten die V180, die den Dampfbetrieb ablösen soll. Ab 1960 werden die zuerst vierachsigen und später sechsachsigen Dieselloks für den Personen- und Güterverkehr in Dienst gestellt.
Stärkere Dieselloks mit über 2000 PS müssen nach einem RGW-Beschluss von den Bruderländern importiert werden. Aus Rumänien stammt die damalige Mehrzweckbaureihe 119. Ab 1992 fährt sie als 219. Ausschließlich für den Güterverkehr gedacht ist die DR-Baureihe 120. Ab 1966 werden die dieselelektrischen Maschinen aus der ehemaligen Sowjetunion an die Reichsbahn ausgeliefert. Die Geräuschkulisse führt zum Spitznamen Tiger-Trommel. Ebenfalls aus der Sowjetunion stammt die über 3000 PS starke, ab 1970 gelieferte V300-Familie. Die dieselelektrischen Loks waren bei der Reichsbahn in allen Traktionsarten anzutreffen. Bei der DB im Westen macht ab 1960 die V160-Familie Furore, die mit der Baureihe 218 ihren Höhepunkt findet. Die bis zu 2800 PS starken dieselhydraulischen Maschinen sind bis zur Trennung der Geschäftsbereiche auch im Güterverkehr unterwegs. Von ehemals knapp 400 Loks sind im Jahre 2016 weniger als 40 im DB-Regeldienst.